Hallo und herzlich willkommen auf Lyrell.de. Wir schauen uns nun ein weiteres Thema aus der Sparte Politik an, nämlich das Grundeinkommen oder beziehungsweise das Bürgergeld. Ist es eine Alternative zum gegenwärtigen Hartz IV? Nun schauen wir erstmal an, welche Gründe denn dafür sprechen, dass das gegenwärtige System ein Problem hat. Da man zum einen Einflüsse von außen, das ist die Globalisierung, auf der einen Seite und die Automatisierung bzw. die Rationalisierung auf der anderen Seite. Diese beiden Faktoren sorgen dafür, dass es immer weniger Arbeit gibt. Also die Erwerbsarbeit wird weniger. Ja, die Globalisierung sorgt dafür, dadurch, dass man in anderen Ländern günstiger produzieren kann. In der Zeit wird dann auch natürlich dort der Bildungsstandard höher, sodass in Zukunft möglicherweise Länder wie Indien oder China uns bei der Produktion überholen werden. Das heißt dann, dass die Produktion dort stattfindet und nicht bei uns. Automatisierung, Rationalisierung, technischer Fortschritt trägt natürlich auch dazu bei, dass man die gleiche Produktion mit weniger Arbeitskraft machen kann. Ein weiterer Faktor, der Druck auf unser System ausübt, ist die Überalterung. Ja, die Menschen werden immer älter und es werden immer weniger Leute geboren. Also jetzt auf Deutschland bezogen. Zusammen mit unseren anderen Bedingungen heißt es also, dass es immer mehr Transferempfänger gibt. Das heißt Empfänger von Arbeitslosengeld 2, Rente, Krankenversicherungsgelder und so weiter. Das heißt, die Kosten, die in der Sozialversicherung stecken, werden immer größer. Und dadurch, dass die Arbeit immer weniger wird, die Arbeit ist ja die Haupteinnahmequelle des Staates durch die Einkommensteuer, haben wir immer weniger Steuereinnahmen. Und wenn wir das sehen, es gibt immer mehr Transferempfänger, der Staat muss immer mehr für den sozialen Bereich ausgeben, aber es wird immer weniger eingenommen, haben wir eine Finanzierungslücke. Die mit zunehmender Zeit immer größer wird, je größer auch diese externen Faktoren eine Rolle spielen. Nun gibt es einen Lösungsvorschlag, eben das Grundeinkommen von Götz Werner ist eines der prominenteren Möglichkeiten, das Grundeinkommen umzusetzen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel von dem ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Althaus. Es gibt auch noch andere Konzepte, zum Beispiel von den Grünen oder auch das Bürgergeld, wie es zum Beispiel in der FDP propagiert wird. Aber das Konzept, was wir uns anschauen werden, ist das von Götz Werner. Also Lösungsvorschlag. Götz Werner ist der Chef der DM-Drogeriemarktkette und hat dann als solcher dieses Konzept entworfen, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das so am Anfang etwa bei 800 bis 1000 Euro im Monat liegen soll. Das Bedingungslose an diesem Grundeinkommen ist einfach, jeder bekommt es einfach so. Nicht wie bei Hartz IV, wo dann erstmal eine Bedürftigkeitsprüfung stattfindet, überprüft wird, ja, hat man ein Anrecht auf dieses Existenzminimum, dann hier bekommt es wirklich jeder ausgezahlt. Und wie soll es finanziert werden? Das ist der entscheidende Punkt. Götz Werner möchte die Einkommensteuer abschaffen, der hier durch die Erlassarbeit immer mehr zurückgehen wird und alles auf die Mehrwertsteuer legen. Das heißt, alle Steuern abzuschaffen
Abschaffung aller Steuern bis auf die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer hat natürlich den Vorteil, dass sie unabhängig davon, ob viel oder wenig Arbeit existiert, immer gezahlt wird, sobald irgendetwas konsumiert, irgendetwas gekauft wird. Nun, dieses Konzept hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Schauen wir uns erstmal die Vorteile an. Einer der entscheidenden Vorteile ist, man hat eine freie Lebensgestaltung. Im Gegensatz zu den Arbeitslosengeld II-Empfängern bzw. Hartz IV-Empfängern, die dann vom Amt allerlei Auflagen sozusagen auferlegt bekommen, hat man hier beim Grundeinkommen keine weiteren Forderungen vom Staat zu erwarten. Das heißt, man kann sich in seiner Lebensgestaltung viel freier organisieren. Man muss dann nicht darauf achten, dass man ständig in irgendwelche Jobs hineinkommt, die man vielleicht gar nicht passt. Man hat auch die Möglichkeit, vielleicht ein eigenes Unternehmen zu eröffnen. Und wenn es halt nicht funktioniert, okay, 800 bis 1000 Euro bekommt man sowieso. Man hat also viel mehr die Möglichkeit, auch ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Vor allem auch natürlich, da die Angst wegfällt, irgendwann mal ganz ohne dazustehen, die ja bei Hartz IV durchaus möglich ist, während man hier beim Grundeinkommen niemals ganz ohne etwas dasteht. Ein weiterer Punkt ist der, dass heute ein großer Teil unserer Gesellschaft auf ehrenamtlicher Tätigkeit basiert. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit, die wird in der heutigen Gesellschaft nicht honoriert, nicht gezahlt. Und dadurch, dass das Grundeinkommen existiert, würden solche Tätigkeiten, wie zum Beispiel auch Kindererziehung, hätten dann einen gewissen Gegenwert, ein gewisses Einkommen. Also hätten wir die Honorierung von Ehrenämtern oder von Ehrenamt. Das heißt, das gesellschaftliche Engagement natürlich dann steigen könnte. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass ein größerer Schub für die Wirtschaft entsteht. Das ist zum einen dadurch, dass es nur noch motivierte Arbeitskräfte gibt, beziehungsweise die Leute, die die Arbeitsstelle nicht an dieser Arbeitsstelle arbeiten wollen, können sagen, ja, wir wollen einfach nicht mehr arbeiten, bekommen das Grundeinkommen. Das heißt, wir haben nur noch Arbeitskräfte, die auch wirklich diese Arbeitsstelle gern ausfüllen. Des Weiteren ist ein Schub für die Wirtschaft, dass die Personalkosten geringer werden. Dadurch, dass wir nur noch die Mehrwertsteuer zahlen und nicht mehr die Einkommensteuer, ist natürlich das viel günstiger für die Unternehmen, Personal einzustellen. Während heute von dem Nettoeinkommen von, sagen wir mal, 2000 Euro der Betrieb insgesamt an die 4000 Euro zahlt, während es beim Grundeinkommen nur die 2000 selbst und tatsächlich vielleicht sogar effektiv weniger, weil das Grundeinkommen kommt ja noch dazu. Das heißt, auch jeder Arbeitende bekommt das Grundeinkommen. Das heißt auf jeden Fall geringere Personalkosten. Und damit natürlich auch ein höherer Anreiz, wieder Arbeitsplätze zu schaffen. Und dadurch wird die Arbeitslosigkeit zurückgehen. Und wir würden den Druck, den wir hier durch diese Faktoren haben, verringern. Ein weiterer Punkt, der durch die Finanzierung allein durch die Mehrwertsteuer existiert, das habe ich vorher schon gesagt, wäre, dass wir stabilere Steuereinnahmen haben. Nicht wie in der gegenwärtigen Situation, wo, wenn es dann wieder mal zu einer Wirtschaftskrise kommt, dann sofort die Einkommensteuereinnahmen einbrechen und es dann Probleme gibt mit der Finanzierung des Staates. Das wäre bei der Mehrwertsteuer nicht so stark gegeben. Natürlich wäre es auch gegeben, weil der Konsum auch zurückgeht mit niedrigeren Einkommen. Allerdings, es würde nicht so stark direkt von diesen Faktoren abhängen. Ein letzter Punkt, der noch ganz, ganz wichtig ist. Heute besteht eine sehr, sehr große Bürokratie in dem Punkt Steuern erheben, Sozialsysteme, Rente, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld II. Und dieser Punkt, der wäre alles, würde alles entfallen, weil man alles auf dieses Grundeinkommen umgewälzt hätte. Das heißt, man bräuchte gar keine oder fast keine Bürokratie mehr. Es gibt keine Arbeitslosengeld II-Bedürftigkeitsprüfung, es gibt keine Sondermöglichkeiten oder keine Sonderabschreibungsmöglichkeiten bei Steuern.
Es wäre alles viel einfacher. Und es würde dann natürlich weniger Bürokratie bedeuten. Ein letzter Punkt, der auch noch nicht so unwichtig ist, ist, dass man zum Beispiel auch für Studenten einen deutlichen Vorteil hätte, denn auch diese würden natürlich das Grundeinkommen zwischen 800 und 1000 Euro bekommen und könnten dann natürlich viel, viel weniger die Belastung eines Studiums, würde viel, wäre viel geringer in diesem Fall, und man könnte dann auch das Studium eher auch nach den eigenen Vorstellungen ausrichten, müsste vielleicht auch in Semesterferien nicht arbeiten. Also solche Punkte spielen natürlich auch hier mit rein. Es gibt aber auch relativ viele Nachteile dieses Systems, die man auf jeden Fall betrachten muss. Zum einen ist die Finanzierung unklar. Wenn wir das mal hochrechnen, stellen wir uns vor, wir machen, sagen wir 800 Euro monatlich, das würde ungefähr 10.000 Euro jährlich bedeuten, pro Person, pro Bundesbürger. Nach den Vorstellungen von einigen Grundeinkommensdenkern würde man sagen, hier Erwachsene 800, Kinder 400, also Kinder würden dann die Hälfte bekommen. Wenn man dann grob rechnen mit vielleicht 60, 65 Millionen Erwachsenen, dann würde man sagen, ja, 70 Millionen mal diese 10.000 Euro müsste man jährlich zahlen. Also 70 Millionen mal 10.000 Euro wären die jährlichen Ausgaben etwa für ein Grundeinkommen. Und das würde dementsprechend 700 Milliarden Euro bedeuten. Und wenn wir das mal schauen, das ist deutlich höher als das, was heute an Steuern eingenommen wird. Wenn wir schauen, die Einkommensteuer hat heute einen Umfang von etwa 170 Milliarden Euro. Mehrwertsteuer ebenfalls. Das heißt, wir kommen bei weitem nicht an diesen Wert heran. Und auch Götz Werner sagt, man muss diese Mehrwertsteuer auf mindestens 50%, wenn nicht auf 100% erhöhen. Das heißt, die Preise würden deutlich steigen. Das wäre auch der nächste Punkt, der bei dieser Finanzierung das Problem ist. Dadurch, dass die Mehrwertsteuer deutlich erhöht werden müsste, würden natürlich die Preissteigerungen, die dann in den Konsumgütern stecken, vor allem die ärmeren Leute treffen, die dann von den wesentlichen Gütern abhängen. Also Preissteigerungen treffen Ärmere eher. Also wenn wir das mal so sehen, das Grundeinkommen entbindet sie zwar von der Pflicht, die der Staat ihnen auferlegt, zum Beispiel in Suche von Arbeit, allerdings ist natürlich das Geld, diese 800 Euro, nach heutiger Kaufkraft dann weniger wert. Das heißt, es wäre dann letztendlich eine schlechtere Stellung dieser Arbeitslosen. Also in dem Sinne, die Preissteigerungen sind ein Problem. Götz Werner sagt allerdings, dass das Problem nicht so groß wäre, wie man es annimmt, weil dadurch, dass wir hier einen Schub für die Wirtschaft haben und geringere Personalkosten, dass dann der Preis auch in der Produktion geringer wird und dieser geringere Preis der Produktion sich dann mit den Preissteigerungen durch die Mehrwertsteuer wieder ausgleichen würde und wir etwa ähnliche Preise hätten wie heute. Ob das nun stimmt, das ist eine Frage für die Wissenschaftler. Ein nächster Punkt, ein Nachteil natürlich, ist, dass der Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, sinkt. Ja, die Frage ist, wer geht dann noch arbeiten, wenn wir 800 bis 1000 Euro monatlich in Anführungsstrichen geschenkt bekommen? Und vor allem auch die eher ungeliebten Arbeitsplätze, die heute natürlich unabdingbar sind, wer würde noch ausfüllen in diesem Fall, wenn man sowieso schon 800 bis 1000 Euro hat. Wer würde eine schlecht bezahlte Arbeit dann annehmen? Das ist durchaus ein Problem. Ein weiteres Problem ist, dass man natürlich die Begriffe Leistung und Arbeit voneinander entkoppelt. Also Arbeit und Leistung werden entkoppelt. Man könnte sagen, ein müheloses Einkommen. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob das gerecht ist, dass man ohne überhaupt etwas zu tun ein Einkommen bekommt. Das ist natürlich eine Frage, die sich auch jeder selbst stellen muss bei der Bewertung dieses Grundeinkommenskonzepts.
Ein weiterer ganz praktischer Punkt ist, stellen wir uns vor, wir haben jetzt 50% Mehrwertsteuer auf alle Produkte. Dann könnten wir ganz einfach, beispielsweise wenn man in Grenznähe zu Frankreich wohnt, dann darüber nach Frankreich fahren und dort natürlich von den deutlich billigeren Preisen profitieren und es dann wieder die Waren, die man dann dort kauft, nach Deutschland einführen. Dann müsste man allerdings, wenn das nicht gestoppt werden soll, müsste man Zölle einführen. Und das innerhalb der Europäischen Union wäre das ziemlich schwierig. Das heißt, selbst wenn Zölle eingeführt werden, wäre die Möglichkeit einer Steuerhinterziehung durch Schmuggel. Ja, selbst wenn das illegal gemacht werden würde, beziehungsweise wenn man an der Grenze dann die Mehrwertsteuer nachzahlen müsste, wäre der Anreiz, das einfach nicht zu tun, extrem hoch. Ein letzter Punkt natürlich noch ist die Frage der Rente. Ich habe es vorher gesagt, das Grundeinkommen fasst alles zusammen. Das heißt, es fasst Rente, Arbeitslosengeld 2, Krankenversicherung, das ist ein bisschen unsicher, zusammen. Das heißt, man müsste dann auch im Alter, wenn man nicht vorgesorgt hat, von diesen 800 bis 1000 Euro im Monat leben. Und das ist nun deutlich niedriger, als wenn jemand sein ganzes Leben lang eingezahlt hat. Das heißt, die Rente in dieser heutigen Form, wie wir sie kennen, wäre unsicher. So, jetzt haben wir einige Nachteile bekommen, einige Vorteile. Jetzt ist natürlich die Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muss, ob man dieses Konzept angehen sollte oder nicht. In der Praxis ist es eher schwierig. Es gibt zwar in fast allen Parteien Befürworter dieses Systems, in der CDU der besagte ehemalige Ministerpräsident Althaus, in der FDP gibt es das Bürgergeldmodell, bei den Linken wurde auch schon so ein Grundeinkommensmodell vorgeschlagen, die Grünen haben auch schon ein Konzept sich erdacht. Allein die SPD ist bisher dagegen, allerdings haben sich diese Strömungen innerhalb der einzelnen Parteien nicht bisher zur Mehrheitsmeinung durchsetzen können und deswegen sind solche Konzepte bisher auch in der Praxis noch nicht umgesetzt worden. Schaut doch mal auf der Homepage www.lurella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.